So, einen wunderschönen guten Morgen. Harry Hurtig meldet sich hier in Maspalomas, um Ihnen mal die Strecke zu zeigen vom Faro 2 Einkaufszentrum in Maspalomas, hier direkt am Barranco entlang zum Faro Leuchtturm. Faro 2 Shopping Center Maspalomas zum Faro Leuchtturm in Maspalomas. Auf geht's, Harry Hurtig. Für Sie live unterwegs. Natürlich mit dem Live-Wetterbericht ist selbstverständlich heute am 14.10. Oktober 2016 am Barranco entlang zum Faro Maspalomas. Temperaturen 22 Grad, Luftfeuchtigkeit etwa 60% und Sichtweite etwa 9,5 Kilometer. Es ist jetzt genau 9 Uhr und 15 Minuten. Es ist etwas bewölkt. Man hat für heute auch sogar Nachmittag ab 14 Uhr eventuell etwas Regen gemeldet, aber das sehen wir mal nicht so eng. So, wir machen jetzt mal einen kleinen Stopp. Denn wir möchten auch über Facebook die Menschen informieren, wie das Wetter ist. Und deshalb werde ich jetzt mal die Kamera einschalten für die Menschen dann Facebook, damit die sehen, wie das Wetter hier in Maspalomas ist. So, guten Morgen, hier meldet sich Harry Hurtig mit dem Live-Wetterbericht. Heute mal am Fahrrad, auf dem Fahrrad, in Richtung Maspalomas fahrend zum Leuchtturm. Den sehen Sie vor uns. Es sind 22 Grad, 9 Uhr und 15 Minuten. Und wir machen uns auf den Weg. Harry Hurtig, für Sie keine Mühen und Kosten gescheut. Ausführlichen Wetterdaten. Die ganze Fahrt finden Sie auf unserer Webseite www.check7x24.com. Auf den Button Radio gehen und unten wird das gesamte Video zu sehen sein. Harry Hurtig verabschiedet sich. So, und weiter geht's auf unserer Reise. Ja, hier ist schon richtig was los heute Morgen. Harry Hurtig für Sie auf dem Weg zum Strand. Viele Menschen, die ganz einfach
ja, morgen unterwegs sind. Mickey Maus ist auch schon da. Immer in Aktion. Hi Mickey. So, Sie sehen, ein schöner Tag kündigt sich an. Harry Hurtig für Sie jetzt in Maspalomas. Ja, Fahrrad ist hier ideal. Es ist alles eben und kein Verkehr. Hier die Charca von Maspalomas. Ein Reservoir für Vögel, Fische und andere Tiere. Und da hinten die Dünen von Maspalomas. Ein wunderschöner Tag. Beginnt kein Wind, keine Wellen. Traumhaft hier. Wir laden Sie alle ein, nach Maspalomas zu kommen und genießen Sie das schöne Wetter. So, wir schauen noch mal ganz kurz auf die aktuellen Wetterdaten hier und dann parken wir das Fahrrad. Hier am Strand von Maspalomas. Grad. So, mit diesen Bildern verabschiedet sich jetzt Harry Hurtig